Check, 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 check. Bum, 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 bum. Und weiter geht es mit The Hunter Call of the Wild im Yukon. Dicke, fette Grizzlies, Elche, Wölfe. Und ich bin mega gespannt, was geht. Wir starten frisch rein. So, rein geht es mit dem Jäger. Level 20 immer noch. Frisch angekommen. Das Wasserflugzeug haut ab, verscheuchte jede Menge Enten. Was haben wir hier? Kragenenten haben wir hier, okay. Wait, landen die hier vielleicht? Kragenenten. Die kreisen hier so. Die landen hier wirklich, ne? Oh ja, die landen. Na guck. Auf 120 Meter hier. Ruhegebiet. Na, das ist doch super. Da haben wir doch schon mal hier direkt das erste Ziel. Der Wind steht auch perfekt. Das ist doch nice. Und ich habe auch noch den passenden Ballermann dabei. Nächstes Gebiet. Ente Stufe 2, Ente Stufe 2. Ich bleib mal direkt hier in Deckung. Stufe 2. Stufe 1. Also auf 70 Meter. Ist das laut hier immer noch. Und noch eine Zweier auf 50 Meter, 60 Meter ungefähr. Wir fangen mal an mit der... Oh, wait. Mit der Zweier. Okay, ist ein Weibchen. Wir wollen die männliche. Stufe 2. Ich weiß gar nicht, ob es Dreier gibt. Fangen wir mal damit an. Das sieht doch ganz gut aus hier. Knappe 60 Meter. 50 Meter genullt. Und ich versuche direkt noch die anderen zu kriegen. Ob das was wird? Falscher Ballermann dabei. Falsches Scope dabei. Das weiß ich nicht, ob wir doch noch. Doch noch bekommen. Also, guter Start auf... Alter, jetzt müssen wir aber weg hier. Guter Start auf der Map. Und wir marschieren mal los, sammeln hier die Kragenenten ein, beziehungsweise die kommen doch schon, genau. Und die zweite, die müssen wir gleich einsammeln. Die liegt da hinten an dem Spot. Und dann geht es gleich natürlich erstmal hier zu der Base und zu dem Aussichtspunkt. Zack, da haben wir sie. Goldwertung. Fängt doch schon gut an. Goldwertung, knapp über Gold, gut getroffen. Jawohl, richtig schick auch. Die Kragenente, sehr, sehr nice. Alter, jetzt aber hier schnell weg. Ist ja nicht auszuhalten hier. Ist das normal? Fliegt das nicht normalerweise weg? Ich dachte, das fliegt wieder weg. Ja, was erwartet uns im Yukon? Yukon ist schon richtig, richtig nice. Vor allem die Wetterwechsel fand ich immer sehr, sehr nice, als die Map rauskam. Dass auf einmal hier alles anfängt, zugeschneit zu werden. Richtig, richtig cool. Und natürlich auch hier die Grauwölfe. Die sind natürlich auch super cool. Also das erste Mal, dass dann hier, dass man hier angegriffen werden kann. Quasi von den Wölfen gejagt werden kann. Das war doch schon richtig cool. Mit dem Yukon. Dazu haben wir natürlich noch Elche, Prärie, Bison haben wir auch noch hier. Also richtig große Grizzly Bear. Sehr, sehr, sehr nice, der Grizzly. Oh, hat er was? Sucht nach Blut. Hast du hier was, Alden? Karibu. 7 Trinken von 4 Uhr bis 8 Uhr. Sehr schön. Karibus. Ja, das ist auch wieder cool. Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Einfach wieder eine Map, die ein bisschen offener ist. Schön bewaldet. Zuletzt... Die Map, die Mexiko-Map, die war ja dann doch extrem schwierig, weil dicht
ja, im Untergrund sozusagen bewaldet. Ich glaube, da hinten liegt das Ding schon. Also vom Untergrund her sehr, sehr, sehr schwierig. Vom Unterholz. Und jetzt, wie gesagt, auf der Map doch wieder ein bisschen angenehmer weiter zu gucken. Sehr gut, ey. So, komm. Ja, Feini, sehr gut. Freut er sich, mitgenommen, aus der Luft geschossen, das Weibchen gerade eben noch erwischt. Zack. Und frisch, Level up. Level 21, tipptopp. Das ist doch nice. So, jetzt machen wir einen kleinen Bogen. Ja, wir machen einen kleinen Bogen, laufen hier über den Aussichtspunkt sozusagen direkt zur ersten Base. Und ich laufe langsam. Grizzly-Bär-Spuren. Ich laufe langsam, ich will nichts verscheuchen. Vielleicht haben wir ja hier noch gleich irgendwas. Ich habe Pistolen dabei. Ich bin nicht super ausgerüstet, aber Dr. Sundberg ist dabei. Und Dr. Sundberg, der regelt. Also, da kann doch auch gerne so ein Grizzly-Bär vorbeikommen. Den sollten wir doch damit schaffen. Also nochmal weiterlaufen und in der Zwischenzeit verteilen wir mal den Vorteilspunkt. Level 21. Wir gönnen uns, wenn du Luft anhältst, Zoom-Faktor. Pistole haben wir. Lass schneller wieder nachladen. Ja, maybe. Flinte mache ich erstmal noch nicht. Bogenschießen auch noch nicht. Also bleiben wir nochmal bei den Gewehren. Gehen erstmal noch hier rein. Das ist etwas, was man auch gerne mitnimmt. Und damit sind wir eigentlich hier im Gewehrbaum durch. Und ich glaube, ich habe alles. Irgendwas brüllt hier rum. Gucken wir mal eben hier im Wasser entlang. Alter, das mit dem Flugzeug ist aber eigenartig, oder? Ich war der Meinung, dass das wieder wegfliegt. Ob das ein Bug ist? Du hast doch hier nicht die ganze Zeit diesen Flugzeugkrach. Das ist bestimmt ein Bug. Bahnhof Grizzly. Ja, Mann, da hinten stand. Da hinten, da. Hey! Grizzly-Weibchen, haut ab. Nice. Sehr, sehr, sehr nice. Hat mal kurz Hallo gesagt. Und uns hier im Yukon Delta am Yukon River empfangen. Und er sieht aus wie ein Wolf, ne? Mit langen Beinen. Ah, jetzt geht's wieder. Dreier Karibu. Ja, Karibu 3, ja, relativ klein. 6er wäre natürlich nice. Auf 340 Meter. Da gehen wir gar nicht erst rein, das lassen wir. Next. Auch Karibu, Stufe 3. Auch, glaube ich, normal gefleckt. Normal von der Feldart, halt. Da kommt auch der nächste Ruf. Warnruf Männchen, Grizzly. Ey, hör mal auf, ey. Imagine, mich haut hier gleich direkt ein Grizzly um. Ja, moin. Zack, Grizzly. Ich bin bereit, Grizzly Bear. Ich bin bereit für den ultimativen Fight. Ey, hör mal auf, ey. Ich würde ihn schon gern sehen. Ja, doch, er kann abhauen. Ich wollte gerade sagen, kann er hier überhaupt weg? Oder ist er eingesperrt, aber er kann weg. Er kann weg. Wenn er denn... Da! 5. Mittel. 420 Kilo auf der Flucht. 7er wäre Diamond. 5. Müsste man rausschießen, oder? Wie war das? Die mittleren rausballern. Die kleinen da lassen. Und... Die Großen erstmal da lassen. Ja, wildes Ding, ne? Richtig, richtig nice. Wir gucken mal im Aussichtsturm, wie das hier so aussieht. So, und da sind wir auch schon. Und
haben hier eine super Übersicht. Erster Aussichtspunkt, erste Base müsste irgendwo auf dieser Landzunge sein. Und da gehen wir dann auch direkt hin. Genau markiert ist es schon. Die ersten Karibu-Bedürfnisgebiete haben wir schon. Und wir gucken gleich mal vom Wind her, wo es uns hintreibt. Norden, Norden und Westen. In den Nordwesten. Ja, das ist doch praktisch. Vielleicht schaffen wir es sogar bis zum nächsten Aussichtsturm. Oder hier oben hin zu einer nächsten Base. Gucken wir gleich mal. Wir schauen erstmal, dass wir zur ersten Base kommen. Ja, der Krach ist ja nicht auszuhalten. Ich werde wahrscheinlich am besten gleich einmal neu starten. Und dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Mal eben hier die Base entern. Und dann geht's weiter hier ab der Base. Und ich hoffe, ohne diesen Flugzeugsound. Na siehste, das klingt deutlich anders, auch irgendwie gefährlich, aber nicht mehr so schäbig. Ah, das Flugzeug ist endlich weg und da hinten heulen schon die Wölfe rum. Tipptopp. Jetzt ist natürlich die Frage, ist jetzt hier gerade was da, ist was gespawnt in der Zeit, wo ich einmal kurz ausgelockt habe, verändert das möglicherweise die Area? Ich meine, das Flugzeug ist zum Glück weg. Vielleicht sind ja jetzt irgendwie hier ein paar Tiere. Nee. Oh. Hey. Alter, ein Elch. Ach komm, aber eine Elchkuh? Soll ich hier einen Elch schießen oder was? Nee. Ja, ich würde sagen, wir rüsten uns erstmal aus. Oder hinten. Grizzly Bear 4. Ja, Mann. Vierer Grizzly, da ist noch einer. Weibchen. Oh, cool. Ja, ich hab Bock. Also, es geht ab in die Hütte. Und wir schauen mal eben, was wir dabei haben, was wir unbedingt brauchen. Was, tja, was essentiell ist. Ich tendiere dazu, dass wir die Vögel sein lassen. Also Kragengans und Kanada, Kragenente und Kanadagans, so rum. Rotfuchs lasse ich vielleicht auch einfach sein und gehe diesmal einfach nur auf die größeren, also 5 bis 9. Grauwolf, Karibu, Grizzlybär, Elch und Präriebison. So, ausgerüstet bin ich für die großen Brocken. Ausgerüstet mit Sundberg 4 bis 9, beziehungsweise 7 bis 9 Tsurugi Kaliber 338. Also da bin ich auch gespannt. Das Ding sollte doch passen, 7 bis 9 für Bär oder Grizzly, Elch und Bison. Gucken wir mal. Und hier haben wir dann noch den Wolf mit drin. Wolf also quasi nur mit Pistole. Muss aber auch reichen. Ich hoffe, das funktioniert. Machen wir mal dicht hier und gehen auf Tour, beziehungsweise scannen erst noch mal eben hier die Area. Ah ja, die Area ab. Und wir haben hier Karibus. Oh, ein Viererelch. Ich scanne hier gerade schön den Wasserbereich ab. Ja. Ich höre mal wieder Wölfe. Sehr nice. Kragenenten, auch hier. Nochmal ein Bedürfnisgebiet, jawohl. Kriegen wir das hier auch noch hin? Ich glaube, mit dem anderen Ballermann nochmal scannen. Jawohl. Zweierente. Zweier. Ja, Hauptsache, wir haben das Gebiet. Hier ist noch eins. Genau, das hatte ich gerade schon gesehen. Sehr schön. Ja. Also die Karibus, die habe ich dann tatsächlich verschreckt mit dem Dreibein. Tja, 100 Meter oder knapp über 100 Meter reicht dann nicht mehr aus für den Lärm. Aber 150 war noch okay. Tja, also ich bleibe mal so bei 150 Meter Entfernung für den Dreibein. Bevor ich da etwas verscheuche, ist das irgendwie weiß? Hör doch mal auf. Oder ist das nur ein Grafikbug? Ist der Elch irgendwie weiß?
Lol. Ein weißer Elch, ich werd ja weich. Ich werd ja weich. Okay, den müssen wir schießen. Entfernung 150 Meter. Ich glaube, das wäre schmackhaft. Wir sind auf 200 Meter. Ich gehe in die Hocke und schleiche mich an. Tja, jetzt überlege ich natürlich schon direkt wieder, ne? Soll ich vielleicht doch den Tripod hier einfach hinstellen? Wenn ich jetzt nämlich näher rangehe, bin ich gleich in der Senke und sehe gleich einfach nur oben die Schultern. Und von hier aus, beziehungsweise mit Tripod, käme ich noch höher und würde vielleicht noch besser in die Lunge reinkommen. Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Das oder einfach ohne und hier so rein. Weil man sieht ja, welcher Bereich hinter der Erde ist. Man sieht es, glaube ich, ziemlich gut. Und ich könnte mir vorstellen, hier einfach reinzuschießen. In die Lungen. Ich glaube, ich mache das auch. 150 Meter. Ich muss halt ein bisschen drüber aimen, aber nicht zu viel. Er ist auf 210, sagen wir mal, oder gute 200 Meter entfernt. Und dementsprechend werde ich das jetzt hier versuchen. Auf den Albino. Ist das der Hammer, Alter. Erster Einsatz auf der Map. Und ab geht it. Ja, und einfach nicht getroffen. 200 Meter, 300 Meter. Weiß der Geier, was da war. Aber das war nichts. Und ich glaube, auch das war nichts. Er ist total unbeeindruckt. Auf der Flucht. Ich verfolge den jetzt. Warnruf Elch. Da ist er. Ich versuche ihn anzulocken. Versuche mich ja auch ein bisschen direkt zu verstecken. Am nächstgelegenen Baum. Es reicht ja, wenn er mir da oben irgendwie auftaucht. Der Wind ist perfekt. Sichtbarkeit, da ist er. 75 Meter. Oder wenn der jetzt nicht getroffen... Ach, er liegt doch, oder? Ach, er liegt. Ach, er liegt. Ah, sehr gut. Und da ist er doch. Also, das erste Mal, ich weiß nicht, was es war. Mächtiger Fail. Was zur Hölle war das? Und hier ist er. Der Elch. Ein. Krass, 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 krass. Nur Stufe 4. Nur Stufe 4 war er. Richtig schön puschelig. Goldwertung. Das ist doch richtig, richtig nice. Albino, männlich, in Gold, 206er Wertung. Ich habe ihn doch vorher einmal getroffen. Wait a minute. Oh, zum Glück habe ich nicht nachgeschossen. Der hat sich ja überhaupt nichts anmerken lassen. Und der erste Schuss war gar nicht so schlecht. Wait, nee, das war jetzt gerade, ich bin gerade völlig irritiert. Ich bin gerade völlig irritiert. Dann hat der erste doch ganz gut getroffen. Oder war das der erste? Nee, das war der erste, ne? Liegend, auf die Entfernung. Das war der erste, jetzt haben wir es, auf 202 Meter Entfernung ins Schulterblatt. Verdorrig, ey. Und ich habe gedacht, hier wäre schon weich und hier wäre Schulter. Ja, zu sehr. Ja, zu sehr.
Da ist das Bein. Glück gehabt, sonst hätte ich hier weiter vorne getroffen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht besser gewesen. Wobei, ja, Zentimeter weiter nach rechts und es wäre schon in die Lunge gegangen. Aber bei solchen Sachen am besten mehr in die Achsel rein. Wir haben ja hier den Schusskanal, genau. Also dadurch dann lieber mehr in die Achsel. Schön. Trotz allem dann eben nochmal hier auf Entfernung 50 Meter knapp doch nochmal den Rest gegeben. Hat gezählt, weil zwei Schüsse darf ich abgeben. Ja, Effizienzbonus ist natürlich hin, aber trotz allem ein Albino in Gold. Geil, schönes Ding. Halt, ausstopfen. Jawohl. Ah. Mitgenommen, der kommt natürlich auch mit in die Trophyhalle. Sehr schön. Das hat sich doch schon gelohnt. Erster Einsatz hier auf der Map und sofort sowas. Na, dann gehen wir doch direkt weiter hier zum nächsten Außenposten und gucken, was da noch so rumrennt. Da haben ja noch Elche gebrüllt und vielleicht kommt sogar noch ein Grizzly. Noch ein Elch? Na, ist es denn? Elchweibchen? Aber ein Männchen war auch gerade schon zu hören. Von daher locken wir einfach nochmal. Der Wind steht gut. So, muss aber ein bisschen in Deckung gehen, denn das Weibchen will ich gar nicht hier haben. Jetzt gucken wir mal. Ah, das ist noch ein Weibchen. Okay, es sind zwei Weibchen. Und irgendwo war ein Männchen. Das Männchen hat mich, glaube ich, schon gehört. Da ist es. Also das zweite Weibchen. Na, oh, da kommt er. Ja, moin. Moinsen. Entspannt auf 60 Meter. Ein Dreier. Und ein Dreier können wir doch auch rausnehmen, oder nicht? Ist das nicht, oder ist das low? Ich bin damit immer noch nicht so. Ach, dreh das Licht, dass ich hin. Komm, brunft ihr nochmal. Klasse 8, 5, Mittel. Nee, eigentlich müsste der raus, oder? Dreier müsste doch raus und Einser und so, dann ist man drin. Weißt du was? Ich schieße ihn einfach von hier. Jetzt steht er. Jetzt muss ich mich beeilen. Müsste die Lunge sein. Tänzelt noch ein bisschen rum. Da ist noch einer. Was ist denn hier los? Elch City oder was? So, hier vorne zwischen den Bäumen stand er. Und das sieht doch gut aus. Jawolski. Und verfolgen bitte. Und wir gucken nochmal, ob wir hier irgendwelche Bedürfnisgebiete haben. Ja, ja, ich weiß, dass du das gefunden hast, du Otto, ey. Da ist er hingerannt. Da ist er tatsächlich hingerannt. Da ist er tatsächlich hingerannt. Ich dachte schon, er ist ein bisschen buggt. Oh, das sieht auch gut aus. Ja, 25. Damit ist er gleich durch. Oh, so ein Grizzly wäre noch nice, oder? Richtig coole, richtig schöne Waldarea hier. Hammer. Und da liegt er auch schon. Ja, ich komme. Komm, Feini, gib Gas. Hast du dir verdient, Alten. So. Siehst, ist er sehr zufrieden, freut sich und wir kassieren ihn ein. Rabams, dicker fetter Elch, hellbraun, männlich, Silberwertung. Und ja, von der Seite natürlich dann rein. Hier war noch der Baum. Also knapp am Baum vorbei, deswegen so weit hinten in die Lunge rein. Aber besser ein bisschen weiter am Baum vorbei, als dann doch irgendwie noch in die Hitbox vom Baum reinzuballern.
schönes Ding rausgenommen und in der Hoffnung, dass er dann als größerer irgendwann nachspawnt. Ja, verwerten wir den, weg damit und gehen weiter zur Base. Ja, da muss man auch sagen, das ist doch sehr angenehm hier. Alleine die Reichweite, die man gucken kann und dann durch die Bäume durch noch ein bisschen was erahnen kann, das ist doch schon sehr, sehr angenehm. Entern wir mal hier den Posten. Und auch wenn es hier sehr dicht aussieht, man kommt halt trotzdem mit dem Fernglas immer mal wieder durch die Bäume durch und kann sich hier ein bisschen umgucken und dementsprechend sieht man doch deutlich schneller oder deutlich weiter etwas. Ganz anders als jetzt, wie gesagt, zuletzt in Mexiko. Da war das doch deutlich schwieriger. Ja, und jetzt heißt es, weiter rumscouten, ein bisschen alles ja, aufdecken natürlich. Ich werde versuchen, erstmal so grob in den Norden zu gehen. Wenn mich nicht alles täuscht, war hier irgendwo ein oder zwei Hütten und auch immer mal wieder die Region der Wölfe. Und die Bisons, die nehme ich natürlich auch noch gerne mit. Aber die Wölfe, da habe ich natürlich auch Bock drauf, ne? So einen schönen, seltenen Wolf. Ich meine, so ein Albino-Elch ist natürlich schon was Geiles. Gefällt mir sehr. Kommt, wie gesagt, gleich direkt in die Trophäenhalle. Aber so ein Wolf in besonders, das hätte schon Style. Also, wenn es dir bis dahin gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Bis dahin.